Und das kannst du nicht machen, Arno. Das hat so schön aufgenommen. Ich habe gerade gesagt, das hat so schön aufgenommen. Hm? Wenn ich nicht drauf wäre. So, liebe Fans, ich begebe mich jetzt auf dieses Schiff und es war immer nett mit euch und ich hoffe, wir werden uns wieder sehen. Seid gespannt auf die Berichte. Und weil man ja mit so einer Kamera alles dokumentieren muss, kann ich nur sagen hier, das ist ja wie am Flughafen. Security-Check und alles inklusive. Und ein Foto haben sie auch von mir gemacht, damit der Security mich jetzt immer erkennt, wenn ich an der Bar ein Getränk hole. Gespannt, wie es weitergeht. So, irgendwas haben sie schon falsch gemacht, deshalb war auf meinem Namen, hieß ich jetzt auf einmal Fischer. Hier im Hintergrund ist die Rezeption und normalerweise müsste ich jetzt noch in der Schlange stehen. Die ist ganz schön lang. Ich habe immer noch die Jacke an, habe noch keinen gefunden und es wäre noch der Punkt, wieder nach Hause zu gehen. Fliehe jetzt. Hier sind auf jeden Fall viel zu viele Menschen. Viel zu viele Menschen. So, endlich nach 7 Stunden haben wir es geschafft. Wir sind angekommen in unserer Kabine. Also ich. Und die haben alle schon geschlafen. Hier ist schon unbequem, ungemütlich, aufgewühlt und alles gelb irgendwie. Warum sieht das so gelb aus? Können wir mal rausgucken? Komm, hier steht mein Getränk. Ich habe lange warten müssen, bis ich endlich ein Bier gekriegt habe. Also keine gute Rezension für AIDA. Ach so. Die Tür geht auch nicht richtig auf. Das ist mein Bett. Das ist riesengroß. Hier draußen schläft Ona, hier kann man direkt fallen, Stolperfalle. Das ist hier, weiß ich nicht, Wintergarten. Und hier ist dann die Terrasse, nee, Balkon heißt das. Und wenn ich jetzt die Kamera ins Wasser fallen lasse, dann... Oh, ist ja gar kein Wasser da. Hier ist gar kein Wasser, hier ist direkt der Eisberg. Hier kommt dann der Eisberg. Man würde gar nicht erkennen, dass es wirklich ein Schiff ist. Guten Abend. Noch nicht mal den scheiß Aufzug erreichst du pünktlich. Weißt du, stehst du Stunden, um überhaupt mal zu deiner Kabine zu kommen? Nee, wie? Freund aus Dias, mein Name ist Matthias. Ich wollte nur sagen, der Cedric hat jetzt gerade zu seinem Geburtstag passenderweise gewonnen, weil wir sind nämlich Platz 1 gewesen in der Sendung Wer wird Millionär? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ja, es ist schon relativ spät, die Sendung ist vorbei. Aber bevor sie fluchtartig das Haus hier verlassen und womöglich noch vor der Kamera hin und her rennen, lösen wir noch auf, wer denn der Publikums-Gesamtsieger ist. Denn dafür gibt es noch einen Preis. Psst. Ja. Psst. Was denn? Am meisten richtige Antworten hatte die Nummer 256. Applaus für die Nummer 256. Hier wird hin und her gezeigt. 256. Die zeigen uns gleich noch einen tollen Preis ab. Das ist ein großer Spaß. Jetzt haben wir zumindest schon mal einen 6 zum Anschluss. So krass, schon 18 Jahre. Sag mal, die Stimmen werden lauter. Die Stimmen werden lauter. Die Ona läuft schon. Jedenfalls wollte ich sagen, wir waren jetzt gerade beim Frühstück und das schaukelt hier alles ganz schön. Und es wäre mal wichtig zu wissen, wo hier ein Klo ist, weil ich glaube, ich muss mich dann doch gleich übergeben. Bin ich grün? Oh ja. Oh Gott, bin ich grün. Wir sind alle beide grün. Da müssen wir ja doch zumindest mal ein bisschen hier unseren schaukligen Wellengang zeigen. Eigentlich sieht das gar nicht so schlimm aus, aber das Schiff bewegt sich schon ganz ordentlich. Der Erste ist schon auf dem Klo und kotzt. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber windig ist es und wie gesagt, Wellen hat es auch. Sieht man da hinten die Windpark? Du mischst aber so schön. Ja, dann nimm die Hände auf. Sag, Mission Impossible. 18. Geburtstag von Cedric und wie ihr seht, die Party ist laut zumindest. Laut. Aber das liegt an den vielen Kindern, die hier sind. Und das Geburtstagskind. Nett hier. Der hat ausgeschlafen. Genau, nett hier. Aber waren Sie mal in Baden-Württemberg? Man hört dich nicht. Ja, ich mich auch nicht. Ist zu laut hier. Eine Tischgarnierung esse ich hier. Ich habe es aufgemacht und es sieht aus, als wäre sie echt, aber die ist doch ganz schön hart. Ist auch hart. Wie heißt die? Sternfrucht. Was? Lass mich immer alles. Mach ich doch nicht. Die lacke die ganze Zeit schon rum. Essen wir alle gesund? So, ich melde mich heute aus Rotterdam. Wir sind heute an Land, sozusagen Landgang für Rotterdam. Kamera kannst du einfach jetzt mit rumlaufen und immer, weißt du, für ruhige Bilder. Ich will ja auch ein paar ruhige Videos machen.
Also ich auch ein paar ruhige Videos machen. Das sind doch ruhige Videos. Nee, du quatschst die ganze Zeit. Herzlich willkommen in der Niederlande, in herzlich Rotterdam. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Niederlande. Wie finden Sie die Wetterlage? Windig. Hier kalt. Schön nass. Mehr nicht. Nass? Scheiße. Ich finde, es ist nicht nass. Heute ist eigentlich ein angenehmes Wetter im Gegensatz zu anderen Tagen. Nur ein bisschen windig, aber das sind auch nur 20 Kilometer pro Stunde. Weil auf Windzeit steht 30 Kilometer pro Stunde. Nur, das sind noch mehr als 30 Kilometer pro Stunde. Oh ja. Wind. Wie Michael Jackson, Alter. Heute war also Landgang wieder und wir sind nicht mit rausgegangen. Und ich habe eben gerade von anderen Menschen auf der Couch gehört, dass es sehr dreckig sein soll diese Stadt. Also wir haben nichts verpasst, wir waren heute den ganzen Tag hier und das Schiff ist viel leerer. Allerdings nicht so leer wie jetzt hier im Hintergrund. Das wäre schön, wenn das Kreuzfahrt wäre, dass das immer so ruhig und leer ist, aber das hier ist so ein Bezahlteil und deshalb sitzt hier niemand, weil man, glaube ich, für alles Geld ausgeben müsste. Morgen und übermorgen sind wir dann in Southampton, überlegen, ob wir nach Stonehenge vielleicht mal fahren. Tell me what you want, what I really, really want. I wanna really. Das ist das Schöne, wenn man mit jungen Menschen unterwegs ist, ja, in anderen Ländern, dass die auf jeden Fall ständig irgendwie rausgucken und stattdessen eher Handy spielen. So, hier Hyde Park für Arme. Das ist ja sogar Wasser. Ist ja Wasser. Ja, Kirche, so. Autos. Wir fahren auf der falschen Seite auf der Road. Genau, als ich ein Foto gemacht habe, wäre ich nicht super. Wrong side of the room. Die haben jede Menge Kreisverkehr. Oh. Alter, wackel mal nicht so viel. Verdammt. Ey, jetzt. Wir finden uns nun at Stonehenge, im Hintergrund schon zu sehen. Nein, ist es natürlich nicht. Aber wir haben Essen gekauft und das ist ja wichtig zu zeigen. Wir haben nämlich hier echt britisches Essen, nämlich einmal ein Chicken Caesars Wrap und ein leckeres British Chicken and Bacon Sandwich. Die werden beide uns wahrscheinlich den Tag versauen. Aber hier gibt es Toiletten. Cheese. So, können wir die Schulklasse mal filmen? Ist die drauf? Oh, ja. Das sieht doch gar nicht. Die sieht aus wie Gryffindors. I would say Hufflepuff. Could we get more? Hufflepuff. Hufflepuff, meine ich natürlich. So, können wir dem echten Stonehenge Stone, der jahrelang eigentlich vernachlässigt wurde, jetzt mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken? Das Hufflepuff. Stonehenge auf jeden Fall mal eine Reise wert. Wir befinden uns bei Stonehenge. Laufen einmal rundherum, weil der Cedric gerne mal was raffen würde. Zur Linken sehen wir leider nicht im Bild. Schieb. Hä? Naja, rechts von uns. Rechts rum, links rum. Right. Sind Schafe. Schieb. Die haben all den grünen Punkt. Mal 80. Ich verstehe es gar nicht, was damit jetzt gemeint ist. Mal 100 mal 0. Na, wenn du es bis dahin geschafft hättest, schaffst du es allein. Und vorher brauchst du das Gewicht mal 90. Die Zugkraft mal 85. Die Zugkraft mal irgendwas. 100 strong people.
fast. 100 Leute. Aber von 80 auf 0 ist ein bisschen krass. Rücken kaputt. Mach die Haare aus dem Gesicht. Jeez. Mach die Haare aus dem Gesicht. Wir trinken hier Crate Mustard. Bastard. Und das schmeckt gar nicht so gut. Ganz schön schlecht. Ist ein bisschen wie Urlaub heute. Ekelig. Ich mag Bier eigentlich gar nicht. Ach so. Tschüss. Tschüss. Meine Schwester, die Polyester. Das Bier? Was? Schmeckt das Bier? Das ist phänomenal. Ich glaube, daran, dass das schon sehr lange gestanden hat. Wenn ich natürlich auch immer auf Videos bin mit jungen, extrem jungen Leuten, ist ja logisch, dass ich dann aussehe wie Opa. Extrem jungen und kranken Leuten. Jeez. Ganz kranken Leuten. Liebe Gemeinde, wir hatten heute einen Tagesausflug nach Stonehenge und sind jetzt auf dem Rückweg nach Southampton. Da werden wir morgen nochmal den Tag verbringen, weil da gibt es viel zu sehen. Wir hoffen, euch geht's auch gut. Das Wetter hier ist eigentlich nach britischen Verhältnissen ausgezeichnet. Entschuldigung. So, heute mal ohne Fahrstuhlmusik. Ein Blick aus dem Fahrstuhl, damit wir das auch mal gesehen haben. Und ich hab Schmetterling gemacht. Wenn ich an Patrick gefragt habe, schon. Natürlich wieder überall Menschen. Gibt auch Treppenhaus. Arno! So, Urlaubsbeschäftigung der Familie Schäfer. Wer gewinnt? Ich. Aber ich. Ja, ist ich wollte gerade sagen, eigentlich immer die ich. Mutti hier. Ja, okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst bekommen um die. Was steht da? Ja, sehr gut. Heute ist das Wetter etwas verregnet. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Nass. Alles nass. Und deshalb werden wir heute entweder gar nicht oder nur ganz kurz rauskommen, damit ich wenigstens mal bei der Mayflower war. Mayflower Park. Wir wollten den Mayflower Park aufsuchen, aber da sind nur Parkplätze. Aber anscheinend geht's da rein. Wir können ja mal rückzu noch mal reingucken. Und wir müssen jetzt wir müssen noch da lang. Wenn wir euch schon nicht den Mayflower Park zeigen können, dann wenigstens den Mayflower Roundabout. Und ich kann nur sagen, es ist halt echt scheiß Wetter, wie man das in Great Britain so erwartet. Wie hat er eben gesagt? A day without rain in Britain is a day without Britain. It's not a day in Great Britain oder so. Ahoi. So, wir haben sie gefunden, die Anlegestelle von der Titanic. Genau hier ist es damals passiert, da war halt hier noch Wasser, ist klar. Und das ist auch eine originalgetreue Nachbauung 1:1 der Titanic. Southampton ist ja bekannt für seine Schiffsanlegestellen und das Wasser geht hier bis in die Fußgängerzone. Deshalb kann man auch ganz bequem mit dem Boot hierher kommen und direkt einkaufen gehen. Wir haben es geschafft. Wir sehen den Ablegeplatz der Titanic hier im Hintergrund. Und da liegt sie auch schon. Also diese professionellen Videos über Kreuzfahrtschiffe, das sind dann Menschen, die das machen können, wenn kein Mensch da ist. Hier kannst du eigentlich so gut wie gar nichts machen. Ruhefilm, hier ist immer Menschen und immer Krach. Ich glaube, da waren jetzt welche. Löwen gibt es hier auch im T-Shirt. Im T-Shirt. Kalt, aber lecker. Also, mir ist kalt. Das Getränk ist warm. Ja, es geht schnell. Ja, ja. Bist du jetzt fertig? Jeez.